Ja, vielen Dank. Ich bin gebeten worden, Ihnen etwas über Wald im Klimawandel und den Wald der Zukunft zu erzählen. Ich möchte zuerst kurz auf den aktuellen Waldzustand eingehen, weil es allgemein relativ schwierig ist, da Informationen zu bekommen und wir da vielleicht doch an einer Ecke sitzen, wo man ein bisschen mehr zusammenziehen kann, als Sie das in Ihren eigenen kleinen Institutionen können. Dann die Frage, welche Zukunftsperspektive haben wir für den Wald behandeln und ganz am Ende einen kleinen Ausblick geben, wo geht denn der Weg überhaupt hin, wenn es denn einen einzigen Weg gibt. Die Folie soll auch noch mal verdeutlichen, was Frau Beck eben schon genannt hat. Wir haben einen Klimawandel, der nicht bedeutet, dass sich das Klima verschiebt. Also wir werden hier kein Mittelmeerklima haben in dieser Region. Das wird leider immer noch häufig behauptet. Sondern wir haben einen echten Klimawandel. Das, was sich hier entwickelt, hat vielleicht irgendwo in Europa ein Analogon oder außerhalb Europas. Aber es ist keine 1:1 Verschiebung in dem Sinne. Und das Wichtige ist, was uns gerade im Wald anbelangt, wir haben zwar eine Reduktion der Häufigkeit zum Beispiel von Kaltextremereignissen. Das kann aber durchaus passieren, wenn ich so eine Blocking-Wetterlage habe, dass es sehr lange am Stück sehr kalt ist. Vielleicht einmal in 10 Jahren, vielleicht einmal in 20 Jahren, aber wenn ich eine absolut frostempfindliche Baumart angepflanzt habe, dann ist sie dann weg. Und auf der anderen Seite habe ich das Problem, dass ich die Heißextreme und damit verbunden leider auch die Trockenextreme auch wieder überproportional dann erhöhen werden. Was ist in den letzten Jahren passiert, seit 2018? Hier oben dargestellt ist das Dampfdruckdefizit, also eigentlich ein Maß für die Trockenheit in der Atmosphäre. Und hier unten sieht man die Schadflächen in den entsprechenden Regionen. Es gibt Leute, die laufen durch die Gegend und erzählen, es ist alles bewirtschaftungsgemacht, was da draußen im Wald passiert ist. Dem ist nicht so. Wir haben hier keine Hinweise auf einen Bewirtschaftungseffekt gefunden, sondern da, wo es sehr trocken war, da sind auch die Schäden ganz platt ausgedrückt. Und das konzentrierte sich in Mitteleuropa bis 2020, den Schadholzanfall in Deutschland, 171 Millionen Kubikmeter. Der normale Jahreseinschlag sind so ungefähr 80 Millionen Vorratsfestmeter. Das ist also ein Zwei-Jahres-Einschlag innerhalb von 3 Jahren als Schadholz. Und das Ganze streckte sich von Frankreich bis Polen und von Italien bis Flensburg. Aber es ist noch kein Waldsterben 2.0, weil vor allen Dingen die Fichte betroffen ist. Und wie hat sich das Ganze entwickelt und dargestellt? Wenn wir uns die klimatische Wasserbilanz ganz einfach angucken, als Bilanz aus dem Niederschlag und der Verdunstung und grobes Maß dafür, was der Vegetation in einem Vegetationszeitraum zur Verfügung steht, dann haben wir hier eine Deutschlandkarte ganz links dargestellt, ist das Mittel von 1991 bis 2010 über 20 Jahre, also normal, meteorologisch nicht ganz korrekt, aber als Anhalt brauchbar. Man sieht sehr schön, es gibt Wasserüberschussgebiete, Harz, Sauerland, Schwarzwald, Alpenvorland, Bayerischer Wald, und es gibt Regionen, wo auch unter in Anführungszeichen normalen Bedingungen das Wasserangebot in der Vegetationszeit nicht ausreicht, um die Verdunstung zu decken. Da müsste das Wasser aus dem Boden nachgeliefert werden für Pflanzenwachstum. Hier das Jahr 2003. Das war ja lange Zeit so unser Benchmark-Jahr für ein extremes Trockenereignis. Da konnte man sehen, die Wasserversorgung in weiten Teilen Deutschlands war hier im deutlich negativen Bereich so um die 200 bis 250 Millimeter minus. Also mehr Verdunstung als an Regen fiel. In den Jahren 18, 19 und 20 sah es dann so aus, dass 18 noch viel extremer war als 2003 und 19 und 20 im Groben, ich will nicht auf die Details eingehen, so war wie 2003. Mit dem ganz großen Problem, wir haben in 2018 noch die Situation gehabt, das ist hier die Beispielstation im nördlichen Sachsen-Anhalt, dass wir ein sehr feuchtes Frühjahr hatten, aber
im Winter auf 2019 die Bodenvorräte nicht mehr aufgefüllt wurden und man dann quasi schon mit einem Defizit in das nächste Jahr hineingegangen ist. Das heißt, das, was wir hier oben sehen, die rein atmosphärische Bilanz aus Niederschlag und Verdunstung wurde nicht vom Bodenwasserspeicher abgepuffert. Das heißt, die realen Auswirkungen auf den Wald waren 2019 genauso schlimm wie 2018. Ganz grob, bitte nicht in Zahlen bemessen. Wir haben das dann in der Waldzustandserhebung gesehen, an den Absterberaten bei den einzelnen Baumarten. Das ist sehr lange sehr ausgeglichen gewesen und 2018, 19 ist dann die Fichte hochgeschossen und die anderen Baumarten haben nachgezogen. Auch die Kiefer ging hoch, ist wieder ein bisschen runter, aber Eiche und Buche kommen so zeitverzögert hinterher, so sieht es im Augenblick aus. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Jahre zeigen werden. Und wenn wir uns mal auf einen regionalen Bezug stürzen, dann sieht man hier Privatwald dunkel, andere Waldbesitzarten hell dargestellt. Die Schadereignisse, die Schadflächen von 18 bis 20 waren vor allen Dingen hier im mittleren Deutschland und in den Fichtenregionen hier Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen. Man sieht auf der rechten Seite dann auch die Gesamtschadenssumme dann bis 21 habe ich nachkalkuliert. Das sind wir schon bei 4 Jahren, sind es ja bei weit über 200 Millionen Festmetern Schadholzanfall. Dieser Schadholzanfall ist hier mal in dieser Grafik dargestellt. Man sieht bei der schwarzen Linie hier den Gesamtanteil von Schadholz aus der Einschlagsstatistik am jeweiligen individuellen Einschlag in diesem Jahr. Das ist kein absolutes Maß, sondern relativ. Und man sieht große Peaks in Blau, das ist immer Sturmwurf. Und rot ist der Anteil mit Insekten. Ist natürlich hier so dann für 98 ganz unter 10% Anteil am Jahreseinschlag ist Schadholz und davon knapp die Hälfte Windwurf oder Bruch und Insekten. Und seit 2018 ist das entkoppelt. Wir haben in 2018 nochmal einen Peak durch Windwurf und danach ist es überwiegend Insekten oder übrige Ursachen. Wir hatten in 2020 dann das erste Mal die Situation, dass wir mit bereinigt 83 Millionen Erntefestmeter in der Holzeinschlagstatistik in Vorratsfestmetern umgerechnet den projizierten Zuwachs gerissen haben. Also in 2020 war die holzige Biomasse im Wald aus Treibhausgassicht berechnet Nullsummenspiel wenigstens. Keine Senke, keine Quelle, aber ganz wichtig auch fürs Klimaschutzgesetz, keine Senke mehr. Und was uns ein bisschen Sorge macht, ist die Entwicklung im langjährigen Trend. Der Schadholzeinschlag hat mittlerweile so 50-60% Anteil am Gesamteinschlag erreicht und der Gesamteinschlag hat sich auch deutlich erhöht im Vergleich zu den Jahren vorher. Da auch ein kleiner Spoiler, gerade in Bezug auf Klimaschutzwirkung oder Ähnliches, werden gerne Referenzjahre herangezogen, an denen dann gemessen wird. Und die bewegen sich dann häufig hier unten in den Bereichen, wo wir einen relativ niedrigen Holzeinschlag hatten und damit viel mehr Anteil am Zuwachs im Wald geblieben ist. Und das dann suggeriert, wir könnten aus dem Wald eine sehr hohe Klimaschutzleistung quasi ohne Wohlfahrtsverlust herausziehen, weil wir dann einfach nur so weitermachen müssten wie bisher. Wenn wir noch mal ein bisschen auf die Ursachen für den Einschlag gucken wollen, wie gesagt, blau Windwurf, in dieser Folie sind dann grün Insekten. 18, wie gesagt, Peak mit Windwurf und danach haben die Insekten zugenommen. Nach Baumarten aufgeteilt sieht man das beim Laubholz. Die sonstigen Ursachen, also die verschiedenen Komplexkrankheiten, zum Beispiel bei der Buche, entsprechenden Anteil haben, während bei den Nadelholzarten die Insekten Kalamitäten weit überwiegen. Ja, und wie gesagt, das ist für 2020, wenn ich das richtig sehe. Also auch ein getrenntes Geschehen für Forstschutzpraktiker nicht verwunderlich. Beim Nadelholz die Insekten und beim Laubholz andere Ursachen. Wenn wir jetzt weiter in die Zukunft gucken und wissen wollen, wie kann das denn weitergehen mit diesem Schadgeschehen, haben wir eine Risikoanalyse bei uns im Institut gemacht, welche Fichten- und Buchen-dominierten Traktecken in der Bundeswaldinventur sind denn
besonders gefährdet. War die Frage erstmal, wie, was nehmen wir denn als Proxy für die Gefährdung und was für Schwellenwerte können wir da identifizieren? Und da kam raus, links für die Fichte dargestellt, ganz simpel, Fichte unterhalb von 600 Metern über normal Null ist gefährdet. Als ganz grober Proxy. Kann natürlich kleinstandörtlich völlig unterschiedlich sein, aber im Großen und Ganzen die roten Punkte sind oder waren Fichte und die grünen Punkte sind die Bereiche, wo Fichte sozusagen zukunftsfähig ist. Und auf der anderen Seite die Buche. Bei der Buche ist es ein bisschen komplizierter. Da hat sich gezeigt, als guter Proxy ist die verfügbare Bodenwasserspeicherung ausschlaggebend. Und wenn das unter 90 Millimeter ist am Anfang der Vegetationszeit, dann ist das auch ein Risikostandort für die Buche. Da ist es ein bisschen uneinheitlicher verteilt. Da wechseln halt kleinstandörtlich dann rote und grüne Punkte. Aber kleiner Spoiler fürs Ministerium. Die Stilllegung, die die Bundesregierung beabsichtigt bei alten Buchenwäldern, ist nach dem, was wir dann als Definition mal ausgerechnet haben, ungefähr auf 110.000 Hektar im öffentlichen Wald möglich, theoretisch oder angedacht, wie auch immer. Davon sind aber über 40.000 Hektar rote Punkte. Das heißt, das ist eine Risikofläche. Und entweder ich lege sie still und nehme sie aus der Nutzung, dann weiß ich, dass sie ein sehr hohes Risiko haben, demnächst zusammenzubrechen. Und was mache ich dann? Dann könnte ich das Holz natürlich nutzen, aber Stilllegung heißt, auch das ist nicht möglich. Es müsste nachverhandelt werden. Oder ich sage, ich lege nicht still. Ich baue hier aktiv um, was aber auch bedeutet, ich muss eingreifen, ich muss Biomasse entfernen, was dann buchungstechnische Emission ist. Das heißt, diese 44.000 Hektar, die wir da grob abgeschätzt haben, sind zum Beispiel Buchenwälder, die nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit dann einen positiven Beitrag zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzgesetzes leisten. Wir haben noch gar nicht über Geld geredet, ein klein bisschen will ich auch. Wir haben 95.000 Hektar pro Jahr Umwandlungsfläche, wenn wir das Ziel der Umwandlung bis 2050 erreichen wollen. Wir schärfen nicht nach auf 45, aber das sind dann Gesamtkosten von 13 bis 43 Milliarden Euro für die nächsten 27 Jahre. Was haben wir denn für Zukunftsperspektiven? Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu sehr deprimiert. Das eine ist, wir sind ja bei Bildung. Ich habe vorhin sehr viel über Kreativität gelernt. Wir müssen vor allen Dingen bei der Bewirtschaftung enorm kreativ werden. Wir haben bisher im Waldbaubereich häufig noch so das Denken, ich habe einen Betriebszieltyp, der heißt überall anders, aber das ist im Grunde ein Betriebszieltyp. Ich habe eine Vorstellung davon, ich fange mit einem bestimmten Bestand an und der soll sich mal irgendwo hin entwickeln. Das können wir aktuell vergessen. Das müssen wir laufend überprüfen. Wenn ich ein Forsteinrichtungswerk habe und da steht drin, in 100 Jahren soll das, was weiß ich, Mastenholz sein, Science Fiction. Wir haben biophysikalische Bedingungen, die durch den Klimawandel modifiziert werden. Das hat Einflüsse auf den Standort und die Bestandesstruktur. Ich muss permanent gucken, wie verändert sich das? Welche Managementziele habe ich denn hier überhaupt, wenn die Politik sich einfällen lässt, sie will 10% des Waldes stilllegen, dann haben 10% des Waldes über Nacht ein anderes Ziel. Diese Zielsetzung unterliegt einem gesellschaftlichen Wandel. Ich habe vor 10 Jahren auf einer Tagung mal gesagt, wenn der Liter Sprit 5 Euro kostet, dann wird der Wert eines Eremiten von der Normalbevölkerung auch nur dadurch gemessen, wie weit ich mit dem darin enthaltenen Kohlenstoff als Treibstoff komme. Also sind diese 10% Stilllegung auch nicht in Stein gemeißelt. Ich habe einen permanenten Fortschritt und Forschung, die mir dann hoffentlich neue Techniken vorstellen, wie man bestimmte Ziele erreichen kann oder beeinflussen kann oder auch welche Ziele überhaupt noch verfolgbar sind oder nicht, sei es gesellschaftlich oder auf den Einzelflächen. Also die Frage, wie bewirtschafte ich das Ganze dann? Und was und wo, ist dann auch eine Frage. Es wird Situationen geben, wo ich überhaupt nichts mehr beeinflussen kann, weil der Zug in eine bestimmte Richtung abgefahren ist. Es lohnt sich nicht, wenn kein Wasser mehr da ist, einen
Erlen-Eschen-Bestand erhalten zu wollen. Die Erle hat kein Wasser und die Esche hat Eschentriebsterben. Gut, da kann ich auch ein Windrad drauf bauen. Sage ich jetzt mal ganz böse, aber der Waldlebensraumtyp hat es an manchen Ecken dann eben hinter sich. Was können wir dann machen? Wir wissen, dass auf vielen unserer Standorten die Baumarten, die da stehen, die da standortsheimisch sind und von gewissen Kreisen da extrem gehypt werden, weil die glauben, das wäre das Allheilmittel. Durch den Klimawandel eine Standortsveränderung erfahren, dann sind die zwar noch ortsbürtig, aber ihr Standort ist ihnen unter den Füßen weg verschwunden. Gesellschaftspolitisch könnte man das mit dem Ende der DDR vergleichen. Da ist auch der gesellschaftliche Standort durch den Beitritt zur Bundesrepublik für weite Bevölkerungskreise komplett verschwunden und es setzte eine gewisse Orientierungslosigkeit ein. Ich hoffe, ich trete hier niemandem auf die Füße mit dem Vergleich. Am ehesten kann man dann noch argumentieren, wir haben den weiten Bereich der unterstützten Wanderung. Also wir müssen aktiv Baumarten einbringen in vielen Bereichen, weil abzusehen ist, dass die vorhandenen Baumarten mit dem Anpassungspotenzial, was in den Beständen vorhanden ist, über Naturverjüngung oder so, nicht zukunftsfähig sind. Und dann gibt es einmal die Variante, dass ich innerhalb des Verbreitungsgebietes einer Art bleibe und halt einfach Herkünfte transferiere. Da haben wir zum Beispiel bei den Eichen schon viel Erfahrung mit, aber halt auch die Erfahrung, bestimmte Herkünfte aus dem Mittelmeergebiet sind nicht daran angepasst, dass es Spätfröste gibt. Das funktioniert bei uns nicht. Ein Beispiel bei uns wäre die Buche. Zweite Möglichkeit, man weitet das Anbaugebiet einer Art oder das Verbreitungsgebiet einer Art aktiv aus. Pflaumeiche mit entsprechenden Herkünften ist Spätfrost. Hart könnte man auch nach Norddeutschland übertragen. Und letzte Variante, man arbeitet mit komplett exotischen Arten wie Libanon-Zeder oder sonst irgendetwas. Da gibt es ein kleines Problem. Wir haben keine Informationen darüber, wie die Arten sich dann, das ist von Kollegen aus Nordamerika geklaut, die Grafik, wie sich die Arten dann da oben entwickeln. Rein theoretisch passt das in ihre ökologische Amplitude mit Klimawandel. Wie das wirklich performt, wissen wir nicht. Und die Änderung der bestehenden Baumartenzusammensetzung nimmt dann natürlich ab, je weiter wir in diese Richtung gehen. Und die Widerstandskräfte aus zum Beispiel dem BMU gegen solche Vorschläge sind extrem. Die glauben noch an die potenziell natürliche Waldgesellschaft. Das Bild ist jetzt erstmal ein bisschen verwirrend und ein bisschen extrem. Das stammt auch aus einer Broschüre für Öffentlichkeitsarbeit mehr. Ich hoffe, ich gebe das genau wieder. Wenn wir nichts machen, sieht unsere Waldzukunft so aus, soll das verdeutlichen. Wenn wir ein bisschen was machen, mit heimischen Arten und trockenresistenten Herkünften arbeiten, könnte das ausreichen und dann ändert sich wenig. Wenn ich und die Palisade und die Mauer symbolisieren hier einerseits einen Block in der Erkenntnis, ich weiß nicht, was dahinter ist. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, wenn ich heimische und eingeführte Arten mische. Ich kann es einigermaßen abschätzen. Ich kann sagen, die Art ist sicher, die andere Art, die nehmen wir lieber nicht. Nach dem, was wir bisher wissen, hat die invasives Potenzial. Die werden wir nie wieder los. Die bleibt bitte im Giftschrank. Und die dritte Variante ist, wir gehen auf komplett exotische, trockenresistente Arten. Es kann sein, dass das nötig ist, weil ich ganz extreme Standortsveränderungen habe. Ich weiß aber nicht, wie das aussieht. Ich kann durch die Mauer auf gar keinen Fall durchgucken. Und das Zweite, was hier die Palisade und die Mauer symbolisieren, sind die Widerstandskräfte gegen diese entsprechenden Lösungen. Ich habe einerseits zum Beispiel ein Forstsaatgutrecht, was schlicht und ergreifend sagt, diese Variante ist de facto nicht umsetzbar, ist verboten. Es gibt andere Regeln, die Mischung heimischer und eingeführter Arten regional verbieten. Es könnte sein, dass jemand aus einem gewissen FFH-Gebiet hier ist, der würde dann sagen, ja, das kenne ich, wir dürfen unsere eigenen Buchen verwenden, aber nichts von außerhalb. Und an diese Regeln und Normen müsste man dann vielleicht mal dran,
wenn man nicht das Risiko eingehen will, dass das nicht ausreicht und das am Ende dann doch so aussieht. Und wir müssen uns noch mal ein bisschen an die eigene Nase als Wissenschaftler fassen. Die bisherige Variante, wir machen einen Anbauversuch und werten den dann mal in 50 Jahren aus, da haben wir einfach nicht die Zeit für. Wir können nicht 50 Jahre warten und uns dann per Zeitmaschine zurückversetzen und sagen, hurra, ich habe die, habe ich erst in 50 Jahren. Das heißt, die Frage, wo geht der Weg hin? Wir haben durch die Trockenjahre Waldschäden auf Rekordniveau. So dreckig, sage ich mal, ging es dem deutschen Wald nicht mehr, seit die SDW ihre Arbeit angefangen hat. Und wir sind uns im Augenblick noch nicht sicher, ob das der Anfang einer außerordentlichen Schaddynamik ist oder ob sich das ganze System wieder erholt. Was ich von den Kollegen aus der BWI mitbekomme, ist, dass es stellenweise so ist, ja, es ist noch Wald da und der Buchenunterbau unter der Fichte hat funktioniert. Da ist dann aber keine Fichte mehr und die bräuchten wir eigentlich für die Bauinitiative und Ähnliches. Können wir noch aus anderen Quellen decken, aber das wäre sinnvoll. Dann ist die Frage, wir müssen unseren Wald anpassen. Da bin ich jetzt aus persönlicher Sicht, ich muss das so betonen, weil ich zu einer nachgeordneten Behörde des BMEL gehöre, nicht der Auffassung, dass Nichtstun da zielführend ist, generell. Es kann in einzelnen Fällen so sein, dass das sinnvoll ist, dass das auch einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leistet, aber das als generelle Idee zu hypen, bitte nicht. Und natürlich brauchen wir natürliche Prozesse dabei. Es wird manchmal so getan, als wäre jemand wichtig, der dann sagt, wir müssen da aktiv begleiten, der Auffassung, man müsste unbedingt pflanzen oder Ähnliches machen. Nein, natürlich nicht. Wenn ich vor Ort die entsprechende Naturverjüngung vorfinde von Baumarten, bei denen ich davon ausgehen kann, dass die auch auf einem 2 oder 3 Grad wärmeren Standort in 100 Jahren noch existieren können, dann wäre ich ja bescheuert, wenn ich das abrasiere und douglasiere. Und andersrum, wir haben eine solche Verknappung oder Knappheit an forstlichem Vermehrungsgut. Wo soll denn das ganze Material herkommen? Also überall, wo ich nicht pflanzen muss, bin ich doch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich es tue. Aber zum Management gehört eben auch zu wissen, aus welchen Gründen man mal nichts tut. Und was uns aber, wie gesagt, dann bei dem Bild mit den Mauern und den Palisaden aufschließt, wir müssen die bestehenden Regeln und Normen, nicht nur die gesetzlichen Normen, sondern, Frau Beck sagt es auch schon, auch unsere Normen ganz dringend hinterfragen und die über Bord schmeißen, die einer Anpassung im Wege stehen oder mit den Folgen leben. Das muss, glaube ich, allen klar sein. Wir sind an einem Punkt, wo das bisherige bequeme Leben und die Idee, es gäbe Freibier, weil niemandem einfällt, dass das ja dann jemand anders bezahlt, wenn man das nicht selber macht, ausgedient hat. Damit bin ich am Ende. Ich weiß nicht, ob ich die halbe Stunde voll ausgenutzt habe. Und ja, Fragen, Anregungen, Kommentare gerne zu mir. Ja, was gibt es für Fragen? Ganz bestimmt gibt es Fragen. Hallo, mein Name ist Elko Banski, ich arbeite für ein Waldpädagogikzentrum und ich habe viel mit Lehrern zu tun und Sie sagten, die Wissenschaft muss sich selbst mal an die Nase fassen, dass man in der Kommunikation was machen muss. Also ich erlebe, dass alle Herrn Wohlleben ganz toll finden, an unseren Waldmärchenerzähler, aber der erzählt eben auch, dass die Buchen alle im Klimawandel ganz toll da durchgehen und die Lehrer glauben das alle. Ich finde, es gibt kaum Menschen in der Wissenschaft, die da andere Dinge, so wie sie es jetzt uns dargestellt haben, darstellen. Also bei Hart aber fair sitzt Herr Wohlleben als Waldexperte und nicht Sie. Ich hätte Sie da lieber gesehen. Warum passiert da so wenig? Weil Herr Wohlleben und Konsorten das Bedürfnis der Leute nach einfachen Lösungen und Wohlfühlklima bedienen. Und wenn da jemand wie ich komme, ich sage jetzt mal ganz brutal, ich rechne mich zum Team, so ist es, und nicht zum Team wünscht dir was, das wollen die Leute nicht hören. Immerhin ist Dr. Rock im Buch Deutschland 2050 zitiert von Nick Reimers und Thoralf Staudt. Da haben Sie auch sehr klar Position gezogen. Das fand ich auch spannend. Ich kann nicht anders. Das ist übrigens ein super Buch. Deutschland 2050. Klimawandel. Hier, eine Frage noch.
Christian Ide. Spurig? Der kann nicht anders. Ich kann leider nicht anders. Herr Dr. Rock, kurz eine Frage nochmal. Wie schätzen Sie die Situation ein? Es wird ja auch diskutiert in Bezug der Sicherung sozusagen von Wald, sich auch entwickeln zu können, selbstständig sozusagen, CO2-Bepreisung umzulotsen und Wald ruhen zu lassen. Also es ist ja sicherlich auch eine Dimension, wie gehen wir zukünftig mit Waldeinschlag um? Also ist sozusagen Holz auch eine eigentlich knappe Ressource, die auch im in der Energiebilanz ja den übrigen fossilen Brennstoffen in nur wenig bis gar nichts nachsteht. So meine Laienkenntnis, korrigieren Sie mich ruhig, aber ich finde das ja spannend, wo dort auch die Reise hingeht, dass wir eben vielleicht auch hier in der Transformation überlegen, wie wollen wir zukünftig Wald nutzen und ist das endlich? Und eine Anschlussfrage, das fand ich ganz spannend in der Grafik. Sie sagten, Bezug auf Trockenheit, Fichten war, glaube ich, 4% Trockenheitsausfall, Schadausfall und nur Prozentsatz mit Insekten dann. Aber es gibt ja eigentlich schon auch, zumindest durch die Presse auch wahrgenommen, den kausalen Zusammenhang zwischen Trockenheit und dann eben nicht mehr der Wehrfähigkeit der Fichten, sich im Prinzip auch gegen Borkenkäfer zu wehren aufgrund der Trockenheit. Also es bedingt sich ja auch ein Stück weit gegenseitig. Sprich also auch Baumarten, die man sozusagen Klima zukünftig anders plant oder eben auch aus anderen Regionen hier anpflanzt, könnte ja auch bedeuten, dass ein gewisser Schadnachzug stattfindet. Also Klima verändert sich. Wir haben die Tigermücke sozusagen in Deutschland, die gab es vorher auch nicht, jetzt kommt die und andere Sachen vielleicht auch. Ja, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Mhm. Natürlich ist es so, dass wir immer davon ausgehen müssen, dass im Zuge des Klimawandels auch Schadorganismen nachziehen, die wir vielleicht im Ausgangsgebiet einer transferierten Art haben, aber von der wir hoffen, dass sie nicht hierher kommt. Damit muss man rechnen und deswegen warne ich auch eigentlich immer davor, darauf zu setzen, dass es die eine Patentlösung gibt. Also wir werden nicht die eine Superbaumart finden, die unsere Probleme löst, sondern wäre ich Privatwaldbesitzer, hätte ich nach Möglichkeit keine Fläche im Busch, wo nicht wenigstens 7 oder 8 Baumarten stehen. Einfach zur Risikostreuung. Und die erste Frage, wie gehen wir mit dem Holz um? Das ist schwierig. Auch da gibt es keine Patentlösung. Wenn ich eine Waldfläche stilllege oder aus der Nutzung nehme, sage ich besser mal, um zu beobachten, was da passiert, wenn man nichts tut, dann kann das sehr hilfreich sein, weil man da beobachten kann, was eben passiert, wenn ich nichts tue. Und ich dann ablesen kann, bis wohin kann ich denn mein Nichtstun ausdehnen. Aber ich muss auch einkalkulieren, dass ich dann eventuell erlebe, dass das Nichtstun in die Sackgasse führt oder mir sogar, weil der Wald zusammenbricht und der Kohlenstoff dann freigesetzt wird, ohne irgendwas zum menschlichen Wohlergehen beizutun, in physischer Art und Weise, sogar auf der Klimaseite noch Kosten verursacht, weil ich dann zur Erreichung der Klimaziele irgendwo anders die Schrauben noch härter andrehen muss. Das weiß ich aber im Vorfeld nicht. Was ich weiß, ist aber, ich sage es mal ganz plakativ, die Idee, Holz aus dem Wald zu holen, nur um es zu verbrennen, ist die zweitdümmste Art und Weise, unter Klimaschutzgesichtspunkten mit dem Holz umzugehen. Unter Klimaschutzgesichtspunkten ist die dümmste Art und Weise, mit Holz umzugehen, es im Wald verrotten zu lassen. Das heißt, wenn ich das tue, da gibt es gute Gründe für, Biodiversität, Wasserrückhalt, Nährstoffrückhalt und Ähnliches, ist die Frage, wie viel, wo und wenn mir das Klimakosten verursacht, wie kompensiere ich das? Weniger Schnitzel, weniger Auto, dickerer Pullover im Winter. Wie gesagt, wir sind an dem Punkt, wir haben keine Freifahrtscheine mehr, sondern alles, was wir tun, kostet, auch das Nichtstun kostet. Und das müssen wir gegeneinander abwägen. Und dann kann halt durchaus an dem einen Punkt die Entscheidung sein, ja, diesen Wald nehmen wir aus der Nutzung und gucken, was passiert. Oder den müssen wir aus der Nutzung nehmen zur Erfüllung internationaler Artenschutzverpflichtungen. Das sind völlig legitime Ziele, kann man machen. Aber ich bin sehr unglücklich über die Idee, großflächig Wald aus der Nutzung zu nehmen und dann zu behaupten, das wäre Klimaschutz. Da gibt es aus meiner Sicht noch keinen echten Nachweis für. Kurzfristig ja, da muss ich aber auch den Mut haben zu sagen, und wenn es zusammenbricht, dann verheizt sich's. Hier hinten? Ja. Danke sehr.
wenn wir eins in den letzten Monaten gelernt haben, ist es ja, dass Bilder uns beeindrucken. Und die Ukraine hat uns leider sehr deutlich gezeigt, was sehr, sehr schnell passieren kann. Warum werden zum Beispiel auch nicht Bilder aus dem Harz öfters mal gezeigt, wo man diese riesen Kahlschläge sieht, wo die Bäume einfach ja, gestorben sind? Ich bin der Meinung, Bilder beeindrucken. Man sollte damit wesentlich mehr in die Öffentlichkeit gehen. Warum wird das nicht gemacht? Haben Sie eine Antwort, Herr Dr. Rock? Ich glaube, wenn wir eins aus der Waldsterbensdebatte aus den 90ern und 80ern gelernt haben, also vor allen Dingen aus den 80ern gelernt haben, ist das, dass dieses mittelalterliche Weltuntergangsdrohen bei der breiten Masse der Bevölkerung ins Leere läuft. Ja, man muss ab und zu mit Schockbildern kommen. Ich arbeite auch gerne mit Schockvergleichen oder Ähnlichem. Aber dann muss man, denke ich, auch dafür sorgen, dass es den Leuten leicht gemacht wird, etwas zu tun, damit dieses Bild nicht ihr Dasein dominiert. Denn bei zu viel Chaos und Schrecklichem blenden die Leute einfach ab und denken, ich mache die Wohnungstür hinter mir zu und das geht mich gar nichts an. Das ist übrigens das Thema morgen. Umweltpsychologie, Klimapsychologie, wie kommunizieren wir das Thema? Und das finde ich auch toll, dass das morgen so einen großen Raum hat. Gut, herzlichen Dank, Dr. Rock, für Ihren Vortrag. Applaus